Sind YouTuber Stars? Kann man die Videomacher und ihre Fans oder Zuschauer als Freunde oder Familie bezeichnen? Meine Meinung zu dem Thema sage ich heute mal in diesem Video. Meiner Meinung nach können YouTuber sehr wohl Stars sein. Sie können, müssen es jetzt aber nicht unbedingt. Für mich macht ein Star nämlich aus, dass er eine große Reichweite hat, oft vielleicht auch erkannt wird und Fantreffen macht. Und in vielen Fällen ist das bei YouTubern ja auch so. Viele YouTuber geben Konzerte, gehen auf Tour, schreiben Bücher, drehen mittlerweile sogar Kinofilme und die Videodays sind nur ein großes Beispiel für Fantreffen. Es gibt zwar viele, die sagen, YouTuber können einfach keine Stars sein, weil sie auch nur normale Menschen sind, die sich vor die Kamera stellen und was labern. Aber Stars aus dem Fernsehen, irgendwelche Musiker oder so, sind auch nur normale Menschen, sind auch keine Außerirdischen. Wenn man sich manche von den größeren YouTube-Kanälen mal anschaut, dann finde ich, ist zwischen YouTube und Fernsehen auch kein großer Unterschied mehr. Außer, dass YouTube wirklich jeder machen kann. Meiner Meinung nach müssen YouTuber und ihre Fans oder Zuschauer auch nicht unbedingt beste Freunde sein. Im Grunde habe ich da die gleiche Begründung wie Alblali, und zwar, dass sie sich einfach nicht persönlich kennen. Aber ich habe noch was Wichtiges hinzuzufügen. Auch wenn sich jetzt die YouTuber und Zuschauer persönlich kennen würden, heißt das ja nicht unbedingt, dass sie Freunde wären. Denn vielleicht haben sie einen ganz anderen Geschmack. Vielleicht findet der Zuschauer den YouTuber in Real Life total unsympathisch. Ich persönlich denke oft darüber nach, ob jetzt zum Beispiel Waititi oder die Lochis in Real Life meine Freunde wären. Ich will jetzt auch nicht zu weit gehen mit den Spekulationen und lasse diese Worte einfach mal hier im Raum stehen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mal eure Meinung dazu auch in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt. Das war jetzt einfach mal ein anderes Video, weil ich auch mal ein bisschen was Ernsteres eventuell machen wollte. Und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin, ciao.